Eins. Ja, wir spielen ein neues Nier-Teil. Nier Automata, The Broken Wings. Das ist neuer als Automata. Nein, Spaß beiseite. Wir haben verkackt im letzten Part. For the glory of mankind. Okay. Ja, Systemabprüfung abgeschlossen. Dann starte doch bitte das Spiel. Okay, es geht was los. Es geht was los. Beliebige Tasse. Warte mal. Fortfahren. Okay, wir wurden ja komplett rausgeschmissen. Einstellung, Einstellung. kann ich jetzt was? Nein, das kann man immer noch nicht machen. Lol, das ist Lautstärke. Irgendwas hier. Ich würde gerne, wenn es geht, auf Japanisch umschalten. Das klingt ja nämlich viel cooler. Das stimmt. Aber gut, vielleicht wird ja das Menü noch freigeschaltet nach dem Tutorial, was wir verkackt haben. Gar nicht peinlich oder so. Everything that lives is designed to end. Aber nicht, dass wir jetzt We are von neu anfangen perpetually müssen. trapped in a never-ending spiral of life and death. Das klingt sehr nach dem. Or some kind of punishment. I often think about the god who blessed us with this cryptic puppet. And wonder if we'll ever have the chance to kill him. Das ist schon hart. Du musst von vorne anfangen. Your squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary and gather what data you can. Understood. Man kann sicher springen jetzt? Nein! Ist ja traurig. Das ist echt traurig für uns. Google mal bitte nach so Sachen wie Intro, Tutorial überspringen und speichern. Ist doch vielleicht ganz interessant. Ja. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Seven E down. Okay, war ein bisschen, angegriffen. Das ist nicht so cool. Ja, also nach dem Tutorial kannst du speichern. Super. 1D down. Assuming Captain's duty. Und wir sind im Tutorial gestorben. Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Oder waren wir schon außerhalb des Tutorials und haben noch nicht gespeichert? Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, wir müssen erstmal drei große Maschinenwesen überstehen. Ah. Okay. Multiple surrounding enemy air units. Das erste kommt ja bald. Okay, sorry Leute, dass es jetzt langweilig ist. Oder an Zukunftspunkten. Bitte was? An Zukunftspunkten, das ist, wenn du die Maschinen zerstörst. Mhm. So gelbe Automaten. Wahrscheinlich gibt es auch im Tutorial keine oder so, oder? Ja, wahrscheinlich. Captain, I think. 4B down. 2B to Operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Ja. Das wissen wir doch schon alles. Miau. Ja, also hier steht, man soll auch nicht was? Einen zu schwierigen Schwierigkeitsgrad
ein Tutorial machen, weil da kann man halt nicht speichern. Hm. Oh. Jetzt kommen die wieder. Also viel Spaß, das nochmal zu spielen. Oh, super. Hätte ich das mal gewusst. Was wäre dann? Keine Ahnung. Dann hätte ich vielleicht irgendwie aufgepasst oder... Don't know, irgendwas. Als ob du sonst nicht aufpasst. Ja doch, aber vielleicht noch mehr dann. Weil als wir die Demo gespielt haben, da sind wir einfach durchgekommen. You know? Mhm. Oh fuck. So, dann sollten wir vielleicht ein bisschen erzählen. Ja. Aus dem Nähkästchen. Ja. Wie man so schön sagt. Was möchtest du denn erzählen? Ich habe keine Ahnung. Erzähl du was. Zu erzählen, ja, als ob ich. Ah gut, wir haben noch eine hier Schussanlagen kaputt gemacht. Und der ist weg. Wow. Ich habe einen Panzer gesehen. Lol. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Okay, wir versuchen jetzt das Tutorial möglichst schnell zu beenden. Mhm. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ey! Lol, ich kann in der Luft irgendwie angreifen und bleib dann schweben. Ja, ich weiß, dass ich schießen kann, dankeschön. Na, Heinz. Nicer, nicer. Oh fuck, der ist schon explodiert, das wollte ich so gar nicht. Komm, fall um. Danke. Pff. Jo, das hat gar nichts gebracht, Mann. Hm. Ja, was könnte man so talken? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt überfordert. Wir sind so geschockt. So was? Nochmal Tutorial? Ja. Nein. Ist echt so. Richtig der schlechteste Gamer der Welt. Ist so. Ficker. Jo. Was? Jo. Ist halt besser. Ja, mach ich auch. Aha. Ja. Zack, weggesäbelt. Ich säbel dich gleich. Also es scheint wohl so. So, das ist die erste große Maschine. Alter. Zack, 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 zack. Ja, diese erste Maschine kriege ich ja so super hin immer. Mhm. Weil der einfach nur so ein bisschen ja gräbt quasi. Mhm. Hey, kannst du? Oh, Alter, du wurdest richtig gebumst. Hm. Okay, wir halten Abstand heute. Erstmal. Achtung, es kommt. Podproc runterladen. Ah, falscher Knopf. Alter. Ah, ich muss dann warten. Okay, ich verstehe. Ja. Oha, säbelt er mich da weg? Der hat dich gesägt, hat der kleine Ficker. Alter, fliegen erstmal so Teile ab. Mhm. Achtung, es kommt. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Oh, er kommt wieder.
bin gerade high concentrated, tut mir leid. Ja, ich kommentiere das nur, um überhaupt irgendwas zu sagen. Nein! Und die Fickersäge kommt wieder. Jo, wie das so weggesägt. Okay, jetzt ist er weg. Naja, jetzt kommt mein S, bla bla bla. Überspringen! You're 2B, right? Ja. My name's 9S. Okay. I'm here to provide support. Copy that. So, was that Biggle? No, just another defense. Oh, I've got a... All right. Wer das lesen oder hören will, letzter Part oder Demo. Viel Spaß. Tschö. Tschö. Man sieht sich. Mr. Schmidt. Ja, was denn? Hast du jetzt mal Interesse daran, mit mir auf die RPC zu gehen? Ja, habe ich doch schon letztes Mal. Dann möchtest du das. Ja. Ja? Ja. Ich erhoffe mir viele 2B hier Cosplays. Und es gibt auch Tabletop-Abteilung und Kartenspielabteilung. Oh, Kartenspiele. Yu-Gi-Oh! Ich kann dich dann nur abgeben und rumlaufen, ne? Jo, nein! Du musst mich nirgendwo abgeben. Also die ganzen Cosplayer geben da ihre Freunde so ab, so. Und diese Nerd-Freunde. Vielleicht hast du sogar Glück und ich spiele gleich im Anschluss mit dir ein Kartenspiel. Jetzt gleich? Ja. Wow, 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 wow. Was ist los? Hast du was angestellt? Nein. Krass. Ist ja eine seltene Ehre. Ich weiß. Was? Um welches Kartenspiel geht es? Keine Ahnung. Gucken. Okay. Alter. Kartenspiel. Möchtest du lieber samstags oder sonntags auf die RPC? Keine Ahnung. Man kriegt übrigens für dieses Geld auch ein Tagesticket. Ein Tagesticket? Im VRS-Bereich. Ja, cool. Also so, du know, welcher Tag besser ist. Man kann davon ausgehen, dass Samstag voller wird, weil die RPC wird langsam auch bekannt. Du kannst dir aber auch vorstellen, dass Sonntag scheiße ist. Ja. Ja, mach aber Samstag dann. Ist so. Ich habe wieder Panzer gesehen. Ich habe hier die Panzer wegsnackt. Mhm. Und weg ist sie. Ich habe jetzt wieder natürlich Paranoia, dass mein Bildschirm hier übertragen wird. Nein, da du kein OBS benutzt. Ich weiß, trotzdem habe ich Paranoia. Lass mich einfach, ich bin so. Oh, diese Treppe hier. Ja, ich. Wie es aussieht, planen wir gerade ein RPC-Ding. Ja. Ja. Jo. Okay. Wir schießen jetzt einfach ab, würde ich sagen. Da kann ich viel machen. Klingt gut. Kaufst gerade Tickets oder was? Ja. Okay. So gehen wir in die Höhle des Löwen hier. Exit confirmed closed. So open. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Okay, 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 okay. Rast mal nicht so aus hier. Nice, nice. Ich hoffe, das Spiel wird nicht so viel schwerer als das Tutorial. Ich weiß, ich habe mal für die GameCube, habe ich mir, wie heißt das? Tales of Symphonia gekauft, ja. Mhm, also Tales of sind ja schon bekannte Spiele, ja, und beliebt und alles. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, das für GameCube hat mich echt mega angekotzt aus ein paar Dingen. Mhm. Ich erzähle jetzt darüber einfach nebenbei. Mhm. Erstens waren die Dialoge oder wie das ist, also voll langsam alles so. Mhm. Und wenn man, und es gibt auch oft in RPGs solche Party-Dialoge, wo dann die Party-Member untereinander noch so reden quasi. Ja. Wenn du sowas anmachst, Alter. Ich habe das dann irgendwann bereut, dass ich sowas gemacht habe. Auf jeden Fall geht das dann weiter mit dem Kampfsystem. Das ist so ein Action-Kampfsystem. Mhm.
Aber nicht so wie hier, wo man so frei rumläuft und alles, sondern mit so Attacken quasi. Und ich glaube, manche Attacken sind an sich langsamer oder so. Und manche halt schneller oder stärker und alles. Und das ist so ganz komisch gewesen, für mich persönlich jedenfalls. Okay. Ich konnte damit so gar nichts anfangen. Das war für mich einfach nur so eine Art Street Fighter mit RPG-Elementen. Aha. Ich will das Spiel nicht schlecht reden. Ich glaube schon, dass es gut ist, weil die Story hat schon was hergegeben, aber ich musste da auch immer so ein bisschen trainieren, also grinden und Einfach nein. Durch welches Loch muss ich jetzt gehen? Muss ich durch hier? Nee, hier waren wir schon. Also ich finde es schade, dass ich das nicht so durchgespielt habe oder durchspielen konnte, wie auch immer, aber ich weiß nicht. Ich habe da auch wenig Motivation für, weil wenn ich mich daran erinnere, wie langsam so manche Sachen waren. Aber es hat eine coole Atmosphäre gehabt. So. Jetzt erstmal hier die ganzen E-Mails abklappern. Bezüglich was? Und wegen Bestätigung in so einem Schiff? Ja, Schick. Tausend Sachen wieder. Hier und blau. Ne? Nice. Okay, lass uns so einsammeln. Leute, freut euch. Ja, mach auf. Dankeschön. Oh. Nice. This place sure is big. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just become. Okay, ich habe unsere Tickets jetzt als Wallet-Ding, weißt du? Ja. Voll cool, man konnte sich als Wallet-Datei schicken lassen. Hm. So, dass man die nicht ausdrucken muss und so. Cool. Weil man muss die halt eigentlich ausdrucken, also das kriegt man nicht zugeschickt oder so, weißt du? Ja. Und da ich darauf keinen Bock habe, habe ich dann diese Wallet-Option genommen. Ich hoffe, das geht, wenn ich dein Ticket auf meinem Handy habe, aber bestimmt, wir müssen eh nur den Code einscannen. Mhm. Cool, wir gehen auf die FPC. Ja, wann ist die überhaupt? Die ist Ende Mai. Ah, okay. Am 27.05. Also ein Wochenende vor der Dokumi, wo wir hingehen. Mhm. Wird dir das nicht zu stressig? Ach. Ach, passt schon. Am 20. Mai fahre ich, wie es aussieht, zu Zaya. Aha. Kommst du mit eigentlich? Also, wenn es Platz frei ist, dann komme ich gerne. Naja, ich denke schon, dass da einer frei sein wird dann. Also keine Ahnung, sag einfach Bescheid, ob was frei ist und so. Und ja. Oh, Alter, wie der B. Alter! Ich komme mit der Steuerung von oben nicht klar. Alter, wie schnell ist denn der Typ? Oh, ich wollte ihn gerade treten. Tja. Schade. Komm, geh kaputt. Danke. So, warte mal. Alle Gegenstände bitte, kleine Erholung, verwenden. Ich finde das Menü so komisch irgendwie. So, da haben wir die meisten auch schon mal weggefetzt. Weggefetzt. Oh, da ist ein Item. Ey, was macht ihr da mit mir? Fettige Raper? Alter.
Ich habe erstmal den Kalender eingetragen direkt, damit wir das nicht vergessen. Weil wir kleine Spastis sind, die gerne Sachen vergessen. Und das wird bestimmt sehr funny. Ja. Machen wir wieder einen überlänger Part? Ja, machen wir. Okay. Diesmal machen wir einen richtigen Überlänge, weil ich keinen Bock habe, da jetzt 1000 Parts vom Tutorial zu machen. Das stimmt. So, weggefetzt. Hey! Fetz dich mal weg da. Danke. Defekter Schlüssel erhalten. Kann ich dann zu dieser Truhe? Ich habe keinen Bock, so weit zurückzulaufen, ehrlich gesagt. Was? Da tust du nicht. Ja. Ich liebe es, sie so wegzutreten. Alter. Gut. War hier nicht ein Item vorher? Die Musik ist richtig gut. Ja, die ist cool. Muss ich hier wieder drin kämpfen? Oh ja. I know. So, jetzt kann man die. Und auf mich zu Bitch slappen. Was wird viele Real-Life-Videos dann geben im Sommer? Kaum es Sommer gibt, gehen wir wieder raus. Ne? Bis jetzt bei Facebook nehmen 1746 Leute teil. Oh, das ist ja noch nicht so viel. Das stimmt. Aber die FPC wird langsam bekannter. Ja. Gronkh, wieso tust du das? Ich muss ja noch zielen. So, wir dürfen gleich bei diesem Doppelarm-Ding nicht so kaputt gehen. Mhm. Oh, ich sind doch Viecher. Weißt du, was ich sehr, sehr, sehr interessant finde? Was denn? Ist der Fact bei Ghost in the Shell, Standalone Complex, ja, ist das Intro teilweise auf Russisch. Warum? Das warum? Warum ist das so? Das ist halt so. Wie, was, warum? Was soll ich denn sonst fragen? Wie, vielleicht, warum weißt du das? Nein, warum ich vielleicht das so lustig finde oder interessant oder so. Ja, es ist auch interessant. Wie sollte ich denn das fragen? Weil warum das interessant man hört das halt nicht raus, so. Erst als ich das dann schon gewusst habe. Hm. Und dann mir das nochmal wirklich ganz genau angehört habe oder vielleicht sogar mit Lyrics guck, ich weiß nicht mehr. Dann erst habe ich das durch so, Alter, das stimmt. Nicht so, what? Und das hätte ich halt nie gedacht, weil das klingt halt überhaupt nicht danach. Ach ja, wie ich das damals geguckt habe, obwohl ich gar nicht wusste, worum es geht. Das war aber irgendwie so verlustig, voll interessant zu gucken einfach. Ja. Damals auf Viva die Animes. Ja, MTV irgendwie war das bei mir. Nee, ich habe FIFA geguckt. Bei mir war es MTV. Ich habe da irgendwie abends, nachts so Animes geguckt. Manche davon waren ab 18. Das war jetzt kein Hentai oder so, aber da hat man schon Boobs gesehen. Mhm. Ich weiß so, der eine, ich habe vergessen, wie der heißt. Der war so richtig abartig, eklig. Okay.
Ja, ich weiß auch, ich habe diese geguckt. Ich habe gar nicht verstanden, worum es darin geht, so, weil ich noch zu jung war. Weil es war teilweise echt komplex und ich habe es trotzdem geguckt, weil ich dachte, hey, Animes, das musst du unterstützen. Ja, also ähnlich habe ich das auch gehabt. Ich habe das, also, bei mir war es halt noch MTV. Da habe ich, weil ich bin ja ein bisschen älter, vielleicht habe ich das in diesen, in dieser Zeit quasi. Ich habe, jetzt kommt der Endgame, dann kann das ja, oh je. Oh, fuck. Hast du dich aufgeheilt, Junge? I don't know. Wie ist denn dein Gesundheitszustand? Ist ja nicht so Bombe. Gut, 770 von 1060. Du hast den schon mal besiegt. Ja. Sogar First Try, glaube ich. Ja, natürlich. Also, mach das jetzt und heil dich, wenn was ist. Ich versuche dich darauf hinzuweisen. Ja. Auch wenn ich das nicht so gut von hier aus sehe. Mhm. Und ich habe das halt da geguckt auf MTV und dann lief da meistens halt Ghost in the Shell. Ich glaube, montags oder sonntags. Mhm. Ich habe die Story nie wirklich mitbekommen, weil man guckt das irgendwie einmal die Woche und dann... Ja, ja. Man Manche Folge guckt man nicht. Du steigst irgendwo mittendrin ein, auf einmal bekommt eine Wiederholung und ja. man weiß ja, wie es ist. Und dann sieht man mal wieder, also irgendeine Folge sieht man dann nicht. Und, ja. Und dann gab es, den habe ich auch nur dort gesehen, das war irgendwie so ein ganz komisch, ich sag mal ekliger Anime. Da habe ich sogar später wiedergefunden, weil irgendwer kannte den auch. Und okay. Dadurch konnte ich den nochmal nachschauen. Ich weiß nicht mehr, irgendwie war das so, dass da so eine Gruppe von Leuten quasi tot war und in so einem Raum dann irgendwie aufgetaucht ist oder so. Okay. Und da wurden teilweise dann irgendwie auch so Körper zerschnitten oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr, was da die Story ist. Das klingt echt eklig. Es war abartig krass. Da gab es, glaube ich, ein grünes Vieh, Alien oder eine Gurke, ich weiß nicht mehr. So, wir springen die Sequenz. Ich habe diesen eingeguckt, den kennt irgendwie, glaube ich, jeder, der Animes auf jeden Fall geguckt hat. Agent Ai oder Agent Aika oder so? Nee, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war. Ich habe es auch damals nicht so richtig verstanden, weil ich war echt jung, ne? Die sind irgendwie die ganze Zeit so Jets rumgeflogen. Die war halt Agentin und man hat dauernd Panzer gesehen. Lol. Und Boobs. Also das war schon nicht mehr edgy. Okay. Es war mega seltsam und ich habe nicht verstanden, was die da gemacht haben, weil da gab es irgendwie nicht so Handlungen. Hm. Das ist normal bei edgy oder Hentai. Ja. Artigen, dass die Handlung da oft ein bisschen flöten geht. Ja. Alter, diese Sägen. Ist das die zweite Maschine jetzt? Ja, das ist die zweite. Es sind noch zwei so. Ah ja, ich erinnere mich an die dritte. Das ist schon riskant, was du da gerade machst. Fuck, ich habe abgezogen bekommen. Ja. Das ist jetzt die Hälfte noch ungefähr. Du musst es gedrückt halten, damit es Pott ballert. Ja. Okay. Oh, Pizzaschneider. Fuck. Es ist noch ein Viertel, ich würde heilen. Ich komme gerade nicht ins Menü. Jetzt hast du dich geheilt, automatisch. Was ist hier los? Ich muss, glaube ich, diese okay, Segen. Jetzt sind wir weiter als eben. So, ab jetzt geht das Let's Play quasi weiter. Target enemy detected. Ist das schon die letzte Maschine? Nee, kann doch nicht sein, oder? Plan. Das sieht gerade so aus. Ja, doch, das ist die letzte Maschine. Guck mal. Mhm. Ja, hast du ja auch irgendwie geschafft, direkt First Try. Ja. In der Tat. Alter, richtiger Transformer. Ich höre da Boobs raus. Ey, ich habe ausgewichen, ja. Ich habe ausgewichen. Ja, Mann. Greif doch Nahkampf an, wenn er seine Hacken macht. Ja, ich... Seine Hacken, ey. Achso, jetzt auf der beide Hacken.
Deine Taktik ist so die geilste ever. Du stehst eigentlich nur rum und greifst den Pott an. Mhm. Wow. Da liegt Feuerwerk. Ja. Warum brennt der? Du hast nicht mehr viel KP, Junge. Ah, du hast dich Auto geheilt. Oh! Jetzt hast du mich auch wieder Auto geheilt. Ich würde mich mal langsam richtig gut heilen. Ja, ich kann nicht. Ich, wenn ich denke, oh, endlich, Mann. Oh. Ja, 9B. Nein, 9S. Komm her. Transformer versus Transformer. This is the target. I'm going to destroy. Right. I'll provide support. Ey, wie der direkt auf mich voll gezielt hat, Mann. Natürlich. Bleib in Bewegung einfach die ganze Zeit. Hä? Ich dachte. Weil hat der glaube ich A. Geh einfach weiter nach hinten. Mhm. Vorschlag ausweichen, ey. Das hätten wir jetzt so nicht gedacht, weißt du? Ist echt so. Boah, 300. Okay, die hat sich erholt. Ich höre da Boops aus dem Lied raus. Irgendwie so Boopsi. So, kann er bitte mal seine Schaufel verlieren oder so? Aber unsere Fahrkarten müssen wir ausdrucken, die habe ich gerade geschickt bekommen. Ja. Da steht sogar unsere Namen drauf. Cool. Der richtige VIP. Na klar. Oh, oh. Heilige Torpedos. Ach, die waren gegen den. Ich dachte, die sind gegen uns. Volles Lebenslicht erloschen. Doch nicht, okay. Boost! Boost! 9S! Er muss ja so oft dann drauf, irgendwie, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, doch. 9S Black Box Signal detected. No response to communications. I'm going after him. Ja, lauf. Hä? Der Typi wacht wieder auf. Ja, ja. Richtiger Golem. Send a support request to command. Negative. Oh, hier ist ein Typ. Communications have been jammed. So bis weniger als die Hälfte. Die Musik erinnert mich richtig an Ghost in the Shell. Ja, ne? Ob das Absicht ist? Ich mag die Musik. Die ist sehr cool. Ja. Ist nicht ein Item oder so? Hm. Wie süß die hochklettert. Ja, ne? Ja, ich wollte schon sagen, es geht auch schon schneller. Neun S. Wir sind doch irgendwie Cyborgs, laut diesem... Oh. Ich glaube, wir sind so halb Cyborg, halb Menschen. Bei denen ist es echt klüger, Nahkampf anzugreifen. Wir können schießen, das weißt du. Was? Wir können, glaube ich, so schießen. Nein, wir können nicht schießen. Oh, okay. I have to repair him. Hod,
Get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Stop! Just do what I say! To be... Just go. Me, you shut up too! We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. Okay, wir haben das Fluggerät von 9S bekommen. Mhm. Warnung. Okay, das ist jetzt das dritte Vieh sozusagen. Hey! Ja, du fliegst da voll rein. Ich bin gar nicht reingeflogen. Töten, töten, töten. Okay, wir greifen einfach alles hier an. I found a weakness in the target. Hacking in. To provide support. Ja, dann sag mal, 9S, was ja, ist. Ja, dann war jetzt irgendwie am Arm oder so. To be the control. Alter, das war klar. Glaube ich. Use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Alter! Was ist das für ein Feuersturm? Was für krasse Laser. Oha. Control. Upper arm. Seized from enemy unit. Marking weak point. Got it. Seize control system. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Jetzt kann sie so bashen. Mhm. Von wie viel es abzieht einfach. Noch einmal. Come on. Greif an. Oder ist er schon? Ist tot. Das schon. Ich glaube nicht, dass er ganz tot ist. You just die already. Talk about bringing the battle to them. R2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, God. Okay, was ist hier los? This is going to end well. The black box. It's ready. Right.
requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Alter, was eine Explosion. Hm. So, das war eigentlich das Ende vom Spiel. Ist fast. Was ist hier los? Ups. Hm. Ist das eine Raumstation? Ja, ne? Irgendwie sowas. Kannst du jetzt mal speichern? I have no fucking idea. Schnell speichern. Wer macht das? Gut. Ja, oder willst du wieder von vorne anfangen, wenn du stirbst? Nein. Kannst du jetzt da, umändern in Japanisch? I have no idea. Machen es einem nicht gerade leicht. Mal ausgeglichen. Da, das letzte. Das da? Ich glaube schon. Ist das so russisch jetzt? Ja, können wir ausprobieren, was das ist. Keine Ahnung. Das sah halt aus wie das Zeichen von Nihongo. Hm. Aber das machen wir dann im nächsten Part, wenn wir wissen, ob das was gebracht hat oder nicht.